Ich finde, Tische sind eigentlich keine Kunstobjekte. Das sind sozusagen, die brauchen keine Geste, die müssen nicht sich in den Vordergrund spielen. Tische sind einfach für mich Archetypen, die müssen zusammen funktionieren und müssen auch mit Stühlen zusammen gut funktionieren. Mit Hornet jetzt ein Produkt zu machen, ist für mich als Designer einfach auch ein lang gehegter Traum. Hornet ist eben die älteste Marke in diesem ganzen Möbelbereich. Also keiner hat früher angefangen, industriell Stühle und Tische herzustellen. Wir haben eigentlich, würde ich sagen, mit dem L40 einen Tisch entwickelt, wie ein Kind zeichnen würde. Man muss ja sagen, dass Tische jetzt historisch gesehen haben vier Beine und haben eine Zarge und oben liegt die Platte drauf. Und die Zarge, die eigentlich die Steifigkeit erzeugt, haben wir ja weggelassen. Das Kernstück dieses Tisches ist ja dieser Eckknoten, der da verschraubt wird. Aber die Verschraubung selbst und die Anbindung an die Platte ist eigentlich maximal simplifiziert worden. Wir sind eigentlich bei einer genialen, einfachen Verbindungslösung angekommen. Gutes Design lebt 20, 30 Jahre, hat lange Lebenszyklen, wird im besten Fall vererbt. Das heißt, gutes Design, und das ist die Verantwortung auch von uns Designern, ist so langlebig und zeitlos, dass es einfach Generationen im besten Fall überlebt.